1, 2, 3, 4, 5. 5 Räume. Ich will jetzt mal spontan behaupten, du bist die Arme, echt jetzt? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute befinden wir uns im guten alten Ridgeview Roadhouse. Und bevor ich starte, frohe Weihnachten, ladies and gentlemen. Ich habe es euch gestern schon gesagt, heute natürlich nochmal, heute am ersten Weihnachtsfeiertag, deswegen frohen Feiertag. Und ja, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Ich hoffe, es gab eine schöne Bescherung, ihr habt schön viel Zeit verbracht mit eurer Familie oder mit euren Liebenden. Und ja, ich hoffe, ihr könnt einfach mal auch genießen, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit, da ein bisschen entspannen kann. Wäre es natürlich super. Für alle, die ihre Zeit solo verbracht haben, an die ist natürlich auch gedacht, auch euch natürlich frohe Weihnachten. Man kann nicht immer mit den Liebenden feiern, man hat nicht unbedingt immer Liebende zu dem Zeitpunkt, gerade jetzt auch, wie gesagt, momentan schlimmeren Situationen mit Corona. Aber hey, zumindest gedanklich kann man doch auch mit ihnen, oder? Genau, auch an euch, frohe Weihnachten. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch länger rumlabern, jagen wir erstmal Lisa Moore. Wir brauchen den EMF, was? Den EMF, okay. Ja gut, den EMF-Reader. Also den EMF-Reader, wir müssen entkommen und brauchen einen Bewegungssensor. Klingt alles irgendwie machbar? Bin mal gespannt. So, Standard-Equipment ist in der Haus. Breaker ist irgendwo. Er sieht schon. Weihnachten und natürlich direkt Star Wars. Muss ja sein. Genauso wird es gemacht. Okay, wir machen runter zum Breaker. Und ich finde es ganz cool, dass, ja, dass man sich jetzt im Grunde merken kann, wo ein verfluchtes Objekt gefunden wurde. Insofern meins findet. Das finde ich richtig cool, weil, wie gesagt, die haben jetzt nur noch 6 Spawnpunkte. Was bedeutet, jeder Gegenstand hat einen Spawnpunkt. Wenn man, also jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier hinten eine Voodoo-Puppe sehen, dann wissen wir, okay, wenn wir hier in Zukunft keine Voodoo-Puppe sehen, haben wir keine Voodoo-Puppe in dem Haus. Das ist ganz praktisch. Einfach ist jetzt auch gerade am Anfang einfacher, wenn man nur 6 Baumpunkte lernen muss und nicht, ja, alles. Also alle 30 oder was das war. Das ist eigentlich ganz chillig. Ganz sympathisch. Einziger Nachteil, bis man sich die merken kann, das dauert einfach. Und ich kenne mich, ja. Ich habe schon teilweise auch mit den Spawnpunkten vom Meterbot Probleme gehabt. Ich mir die einfach nicht merken konnte, aber das ist okay. Hier ist nichts. Auch kein Knochen. Flucht zu Berg. Ich hoffe, ich habe gründlich geschaut, ansonsten habe ich ein Problem. Papier. Alles clear. Okay, also sieht momentan so aus, dass es aber oben ist. Hoffe ich jedenfalls. Kann auch noch sein, dass er im Keller ist, aber im Keller hatten wir eigentlich auch lang genug gewartet, rauszuklammern. Das bleibt eigentlich noch. Gut, das heißt nur noch oben gibt es auch 6 Räume. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Räume. Ich will jetzt mal spontan behaupten, du bist die Arme, echt jetzt. Also erstmal frohe Weihnachten, Oma, aber und wir im Freezing, aber das war jetzt irgendwie, also, danke. Also jetzt habe ich eine Gänsehaut, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, noch im Badezimmer, gut. Hier im Brustkorb sind uns auch da gelassen, da war das, hätte ich jetzt eigentlich mit einem Gebiss in einem Glas gerechnet, aber Brustkorb kann sie mir auch keine übrig lassen, hinterlassen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Na gut. Also habe ich heute an... Ich habe heute die Brust von der Frau gesehen. Oh Mann. Ja, das ist interessant. Weil die Brust habe ich nichts dagegen. Das ist ja gerne. Dann schöne Weihnachten, aber ja, von der Oma muss es jetzt nicht unbedingt sein. Und jetzt schon wieder das Licht aufgemacht. Das ist eigentlich sehr gut, denn wir haben keine Fingis. Gut, wir können ja gerne hier ausmachen. Keine Fingis. Jetzt
uns erstmal unseren Brustkorb vor. Also ihren Brustkorb. Ich wette, das hat dir gefallen. Läuft. Naja, wir sollten vielleicht. Okay, haben wir schon. Gut, Pingis. Können wir jetzt nicht unbedingt ausklammern. Kann auch der dritte Beweis sein, er kennt das. Aber gut, das heißt eigentlich nur noch alle Runs. Soll ich alles einmal reinbottern? Wir können dann auch oben gerne nochmal schauen. Ja gut, entspann dich. Entschuldigung für den nervigen Sound. Das war nicht ganz so nervig für euch. Wenn man shift nicht richtig. Na, dann merkt ihr schon. Auf einmal, kaum war die Arme, dann werde ich schwach. Ich schaffe nicht mal mehr so eine Taste komplett durchzudrücken. So. Ja. Alleine spielen ist manchmal echt lustig, manchmal echt weird. Und hin und wieder. Lustig. Und heute ist es irgendwie alles. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Okay, es ist jetzt ein Flurgeist. Gut zu wissen. Oh, ja, was muss man mal schauen. Er hatte hier eine Tür angegrabt. Er, sie, es, wir, ihr, sie, whatever. Also, das könnte jetzt entweder die Tür sein. Wenn hier keine Finger ist. Oder die da hinten. Aber ich weiß nicht, ob die hier offen ist. Ne, die ist zu. Okay, Mic Drop. Dann. Okay, da war schon wieder die Tür. Gut, dann richten wir unser EMF. Die ganze Zeit dieses hin und her und hin und her. Selbst an Weihnachten. Oder zur Weihnachtszeit hat man hier keine Ruhe, ey. Wahnsinn. Ja, dann schauen wir jetzt noch mal ein letztes Mal nach Fingis. So. Und. Okay, da ist nichts. Und da ist auch nichts. Nope. Passt. Noch auswerfen, schauen wir mal, ist hier die Box. Nö. Ist sonst noch irgendwas? Nö. Ja, entspann dich doch. Lang das wie ein Fünfer? Nee. Doch, das war unser Fünfer. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, es klang so ein bisschen, aber ne. War doch ein Fünfer, nice one. Gin Shade, Uni, Zwillinge. Shade würde ich schon mal ausklammern. Ein Shade macht nichts, wenn der Spieler in der Nähe ist. Wenn es nicht sein muss. Und ich habe ihm jetzt keinen Grund gegeben, einfach random irgendwelche Türen zu öffnen. Also. Würde ich vielleicht jetzt erstmal ausklappen. Also, Shade, ciao. Gin, Uni, Zwillinge. Gin während der Jagd. Uni, Ausschlussverfahren. Zwillinge, wenn er jetzt auf einmal mehreren Räumen präsent ist. Und ein Bewegungssensor entkommen. Gut. Ich finde es. Sei es für die Zwillinge, also um die Zwillinge rauszufinden, Bewegungssensoren, Audiosensoren schwierig. Also ich mache das jetzt wegen der Quest, nicht damit ich Zwillinge entdecke, aber finde ich Zeit schwierig. Man kann dann zwar erkennen, okay, ja, er ist jetzt da rumgelaufen oder hier rumgelaufen oder what auch immer. What auch immer. Alles klar, dieses Englisch. Naja, sonst finde ich die eher schwierig. Wir haben gerade momentan keine Anzeichen für Mimik. Damit lohnt es sich auch nicht, jetzt in diese Richtung irgendwas zu unternehmen. Ja, dann hilft es eigentlich nur noch, gejagt werden, damit wir den Gin ausschließen können. Und währenddessen halt oben gammeln, damit wir. Ja, damit wir eben sehen, okay. Schmeißt er jetzt nur links von uns was oder links und rechts? Oder hat er jetzt erst links was geworfen? Hat er angefangen, rechts was zu werfen? Ihr seht schon. Erst angefangen, also erst links was geworfen und dann angefangen rechts was zu werfen. Normaler Geist. Links geworfen, rechts geworfen und vielleicht so die ganze Zeit im Wechsel. Die sind zwei Dinge, weil zu präsent. Ja gut, da muss man jetzt natürlich schauen, weil er ist hier präsent und er war vorher hier präsent. Er hat aber durch diesen Flur, den er jetzt hier als Geist gemacht, ihr seht das, kann er hier einfach alles machen. Und für mich ist es sind es keine zwei Dinge. Schon mal. Wir müssen jetzt Fallen spielen. Okay, das ging relativ schnell. Sie stimmt mir ins Ohr. Sie ist rechts von uns gespawnt. Aber im Flur gespawnt. Schau mal, ist da irgendwie Speed? Madame, ich bin hier. Wo gehst du hin? Hallo, ich bin oben.
dachte mir schon, die ist doch ein bisschen leichter. Okay, da. Ich hatte das Gefühl, als ob sie schneller war. Hört auf die Steps. Ja gut, die alte Oma, die alte Schabracke ist leider ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, als ob sie schneller war. Aber wieso war ich immer noch da weiter? Aber, naja, schwer einzuschätzen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Zwillinge sind für mich. Habe ich jetzt nicht das Gefühl in die Richtung. Ja, Uni, Ausschussverfahren, Spinnen während der Jagd. Ja, es ist schwierig. Richtiges Bauchgefühl. Einfach weil es super. Also, ein Schild können wir auch hundertprozentig ausklammern. Wir müssen jetzt nochmal auf die Geschwindigkeit gehen. Wir brauchen die Geschwindigkeit. Schwierig ist jedoch. Zum Beispiel auch, wenn wir ihn jetzt hier lang chasen. Oder ihn chasen lassen. Schwierig wird es in der Hinsicht, dass die Geister ja auch Geschwindigkeit aufbauen, wenn sie Line of Sight haben. Was bedeutet, wenn er uns nur die ganze Strecke sehen kann, was er kann, wundert es eigentlich, wieso er einen irgendwann in den Arsch beißt und Hyperspeed hat. Ich denke, man muss so ein Mittelding finden. Deswegen ist es eigentlich am besten, sich zu verstecken. Weil dann merkst du halt keinen schon einen Geschwindigkeitsunterschied, aber er kann nicht mit der Line of Sight zusammenhängen, was bedeutet keine normale Geschwindigkeit zu haben. Nein. Na gut. Wir werden jetzt hier trotzdem nochmal warten. Ich bin momentan beim... Ja, gut. Ich... Himmel, Herrgott. Madam, beruhigen Sie sich. Kein Grund auszurasten. Wir achten auf die Steps. Merci. Also, ich wollte es nicht. Ich kam jetzt nicht so schnell vor, aber eigentlich war sie schon schneller da. Oh, das war schon knapp. Also, die hat ein bisschen aufgeholt. Glaube ich auf jeden Fall. Wir hatten jetzt hier lange Zeit keine Zeit mehr und trotzdem ist sie relativ schnell rangekommen. Also da bin ich jetzt eigentlich gerade beim Jin, aber es ist nur 50-50. Jin, Uni. Es ist 50-50. Ich werde jetzt einmal Sandy nehmen und mal die Gegenstände anschauen, die hier rumgeworfen worden sind. Sollte ich jetzt hier einen Gegenstand finden, der doppelter Geschwindigkeit geworfen worden ist, sprich doppelt so weit, da bin ich beim Uni, aber sonst bin ich beim Jin. Deswegen, wenn wir die Pillen mal kurz reinstopfen. Und einmal können wir nicht nehmen. Wunderbärchen. Wir werden jetzt nochmal kurz auf die Suche nach dem suchten Gegenstand gehen, während wir. Ja, während wir Ding suchen. Während wir irgendeinen Gegenstand finden, der uns einen Anhaltspunkt gibt. Ansonsten, ja. Ansonsten würde ich sagen, das mal ab. Also, sowas wie jetzt der Teller einfach nur von der Theke runter, das zählt natürlich nicht. Ist natürlich auch die Frage, inwieweit er die Fähigkeit während der Ecken setzen kann. Hier auch nur leicht bewegt. Ich habe hier keine gute Puppe. Hier ist kein Gegenstand bewegt, nö. Hier dran aus, Schuhe stehen noch gerade. Hier ist auch alles clear. Nö, hier ist auch nichts. Auch alles clear. Kein Gegenstand, kein gar nichts. Es ist natürlich cool, wenn da ein Event machen würde. Jins haben die angeordnet, dass sie einen chasen. Das bedeutet, könnte man daran auch noch erkennen. Also hier ist nichts. Hier liegt zwar was am Boden und hier ist zahm. Ja, doch, das ist schon. Also von der Entfernung her. Wobei man halt dazu sagen muss, ja gut, wir können es jetzt nicht ins Eck erstellen, aber... Wahrscheinlich mit einem normalen Gegenstand werfen. Upp. Ja, also wenn ihr euch das anschaut, das ist eigentlich schon krass. Und ein Oni kann halt so weit werfen wie ein Spieler, also... Das ist die Frage, war das jetzt eine Oni-Fähigkeit? Oder nicht? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Also hier habe ich jetzt erstmal nichts gesehen. Schauen wir uns doch mal. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil eigentlich ist die... Ja... Eigentlich war das für mich eine Spezialfähigkeit. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, will wir nochmal... Erinnere dich hier. Was das für eine Entfernung von mir zu der Zahnbürste war, wo sie normalerweise stehen müsste. Und meinem geworfenen Gegenstand in der Zahnbürste. Also das ist ungefähr genau der gleiche Abstand, was bedeutet, dass er genauso weit geworfen hat wie wir. Das würde aber bedeuten, dass es ein Uni ist. Denn Uni ist mir eigentlich ein bisschen zu harmlos. Würde ich eher Richtung Jin gehen. Na gut, wir müssen eine Entscheidung treffen.
Oder eine Auswahl treffen, besser gesagt. Ich denke, ich habe sie getroffen. Ich gebe Oli. Einfach weil es mir aussieht, als ob es eben seine Fähigkeit war. Ich will jetzt nur noch hier schnell ein bisschen zu Ende schauen. Also grob drüber. Sollten wir einen Spot finden, also einen Gegenstand finden, dann wissen wir Bescheid dann, was das wird. Zukunft. Kann man da jetzt immer diesen einen Gegenstand finden, insofern er denn ausgewählt worden ist für die Runde. Wenn er dort nicht ist, können wir zum Beispiel, keine Ahnung, Voodoo-Puppe streichen. Dann wird es ja keine Voodoo-Puppe in dem Haus geben und so weiter und so fort. Finde ich ganz cool. Ja, jetzt habe ich nur noch den Keller. Wenn im Keller nichts ist, dann gehe ich mit dem Oni. Das ist auch kein Päppchen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Alles clear. Hier oben ist kein Bücherbord. Nö. Auch alles clear. Das war bei der Standard-Sound. Ich leider hier in Ritual. Schade. Verfluchter Gegenstand. Im Light Laser Jetman. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Aber ich möchte ihn nicht. Okay. Dann bin ich beim Oni. Einfach nur, weil mir die Zahnbürste sehr weit geworfen vorkommt. Normalerweise wäre ich beim Jack. Das hatte ich auch sein, dass er die Zahnbürste geworfen hat und dann hat er sie nochmal geworfen. Und dadurch ist es so weit gekommen. Auch durchaus möglich. Ja, ich bin einfach nur beim Oni, weil, ne, weil das könnte seine Fähigkeit gewesen sein. Aber auch zu 100% war sie es jetzt auch nicht. Und ich würde sagen, ja, wir packen es. Okay, ich bin gespannt, Oni. War auch eine relativ entspannte Runde. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Wenn wir jetzt natürlich richtig legen, wäre es natürlich noch umso schöner. Spannend. Und? Es war ein Oni. Es war wirklich seine Fähigkeit. Sehr, sehr schön. Relativ entspannt, wie gesagt. Nimmt einfach einen Gegenstand, wirft ihn und vergleicht das, wo ihr standet, geworfen habt, mit dem, was der Geist gemacht hat. Dann kann man teilweise relativ gut herausfinden, okay, war es jetzt ein Oni oder war es doch keiner? Weil ein Oni wirft genauso weit wie der Spieler, die anderen nur halb so weit. Wie gesagt, es kann auch zwei Aktionen sein. Sprich, zweimal kann er den Gegenstand bewegen. Das ist natürlich dann doof, aber ja, geht auch. Aber relativ entspannt. Und ich wünsche euch jetzt noch schöne Weihnachtsfeiertage. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich weiß es gar nicht, ob ich heute gestreamt habe oder heute streamen werde, besser gesagt. Wenn nicht, dann sehen wir uns am Sonntag, zweiter Weihnachtstag. Da wird auf jeden Fall gestreamt und da gibt es natürlich auch ein Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis dann.